Was geht ab, meine Seefighter-Hose hier, und heute ist das Global Punch Machine Event erschienen. Dementsprechend gucken wir uns gleich alle Informationen und Details dazu an und ich werde euch versuchen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Es ist ein neues Event, wie gesagt, es ist permanent online und es gibt jeweils 3 Stages und die 3 Stages könnt ihr jeweils 2-mal pro Tag bewältigen. Das Ganze resettet sich aktuell um 1 Uhr nachts unserer Zeit, aber ihr seht ja auch schon dran, 13 Stunden resettet sich das Ganze bei mir, indem ich das Ganze aufnehme und Rest steht dran, 2-mal kann ich das Ganze noch machen. Jedenfalls, es gibt 3 Stages, eine Zenny Stage, Potential Orb Stage und Dragonstone Stage. Aus diesen Stages können wir uns quasi die ganzen Sachen, die da gelistet sind, holen aus den Missionen. Wie funktioniert das Ganze? Nun, im Endeffekt, das werden wir gleich im Gameplay sehen, um es mal kurz anzukratzen. Im Endeffekt werden wir auf diesen Stages dazu in der Lage sein, gegen Punch Machines zu kämpfen. Die kämpfen nicht, die machen keinen Schaden, die sind einfach nur da. Wir können aber auch keine Items benutzen, wir haben 2 Runden dafür Zeit, um, für was? Was wollen wir erreichen in diesen Stages? Wir wollen so viel Schaden wie möglich aus einer einzigen Quelle an einen der Punch Machines ausrichten. Das heißt, Additional Attacks, AOE Damage, die addieren sich nicht. Es ist lediglich ein Schaden aus einer einzelnen Quelle und der höchste davon wird quasi berechnet oder wird gespeichert und wenn wir je nachdem, je höher wir gewisse oder je höher unsere Punktzahl ist, desto mehr Preise bekommen wir aus den Missionen für die Stages. Mal angenommen, wir gehen in die Zenny Stage und erreichen hier an der Stelle 2 Millionen Schaden an einem Punch, an einer Punch-Maschine. Dann bekommen wir diese Mission hier. Das ist nur einmalig. Ihr bekommt es und dann könnt ihr sie quasi nicht mehr holen. Also für 2 Millionen, wenn ich eine Punch-Maschine auf Stage 1 2 Millionen Schaden anrichte, dann bekomme ich so und so viel Zenny. Das Ganze geht hoch bis zu, für die Zenny Stage, gucken wir uns das Ganze mal an, ja, 77.077.000. Ihr seht es, man kennt die Zahlen. Stage 2, ähnliches Prinzip. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal 5 Millionen Damage oder drüber erreichen, oder 6 Millionen drunter, sag ich mal, dann bekommen wir quasi natürlich alles. Alles bis zu dem Zeitpunkt. Also in dem Fall wäre es dann quasi diese Mission. Und so und so fort. Das Ganze geht auch hoch bis zu, ja, wahrscheinlich auch genau 77.077.000. Aber auf Stage 3 können wir dann hier Stones holen. Wenn wir 1 Million erreichen, Schaden an einem Punch Event, 2 Stones und so und so fort. Ihr könnt gleich mal abchecken, wie viele Stones das sind. Ist auf jeden Fall eine schöne und gute Anzahl. Die Sache ist jedoch, ist es realistisch, dass man überhaupt hier 77,77 Millionen erreicht? Schwierig. Wir werden es gleich versuchen natürlich. Das ist wirklich sehr schwierig, hier hoch einen Schaden zu erreichen. Die Sache ist nämlich, wie erreicht man denn den meisten Schaden quasi? Nun, da spielt man nicht die üblichen Teams, nämlich man spielt da Nuke-Teams, Charaktere, die nuken können. Was sind Nuke-Charaktere? Nuke-Charaktere sind solche Charaktere, die pro Orb, den sie einsammeln, einen Angriff-Boost bekommen für den Orb quasi. Also je Orb bekommen sie einen Angriff-Boost. Paradebeispiel, Elaguan zum Beispiel. Elaguan bekommt pro Orb, den er einsammelt, egal welchen Typus, jeden Orb, 18% auf seinen Angriff. Und deswegen spielen wir mit solchen Charakteren. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Nuker, einen Nuke Leader, die gucken wir uns gleich an, und Charaktere, die Orbs changen, damit eben der die Orbs verwerten soll, nuken kann mit den ganzen Orbs. Vielleicht ein bisschen wirrwarr, vielleicht ein bisschen verwirrend für den einen oder anderen, aber wir werden es gleich im Gameplay technisch ansehen. Lass aber mal ganz kurz davor diese Charaktere betrachten, welche gibt es denn? Und zwar, wie gesagt, wir sind auf Dokkan Battle Wiki, ich werde die Links in die Beschreibung setzen, aber diese, die ihr hier oben seht, das sind die Nuke Leader. Wie funktionieren die? Ein Beispiel, Beerus funktioniert folgendermaßen, sein Leader Skill ist so: für jeden Int-Orb, den ein Charakter einsammelt, bekommt er 33% auf den Angriff. Und deswegen greift man auf solche Nuke-Leader zurück. Die anderen sind genauso mit dem 33%. Natürlich dann nur für ihren Typus. Wir gehen dafür physisch, Piccolo für Strength und so und so fort. Goku für Tech, Golden Freezer für AGL. Heißt, deswegen nimmt man auf jeden Fall den Eigenleader, einen Nuke-Leader und den Friend. Dann braucht man aber Nuke-Charaktere. Nehmen wir mal als Beispiel, wir nehmen jetzt Beerus als Leader. Heißt, wir wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass er Int Orbs haben durch die Orb-Changer, die gucken uns gleich an, aber wir brauchen auch einen Charakter, der in Orbs verwerten kann oder quasi im Endeffekt, um es einfach zu sagen, Nuker ist. Denn Nuker gibt es 2 verschiedene Arten. Es gibt Nuker, die quasi einen bestimmten Typus einsammeln müssen. Dieser Vegeta muss zum Beispiel Int-Orbs einsammeln und pro Int-Orb, den er einsammelt, bekommt er 20% auf den Angriff. Elaguan auf der anderen Seite zum Beispiel, er kann jeden Orb einsammeln und bekommt für jeden Orb, den er einsammelt, 18% auf den Angriff. Aber weil wir in dem Beispiel von mir in den Beerus-Leader sind, wollen wir auf jeden Fall Charaktere, die für Int-Orbs sorgen. Das sind ja alles die Nuker. Ich lasse scroll mal kurz runter. Ihr habt den Link auch in der Beschreibung, könnt es gerne euch mal abchecken. Und genau, dann würde ich sagen, switchen wir aber auch hier an der Stelle rüber. Das sind Items, aber wie gesagt, Items dürfen wir nicht benutzen. Und zwar, die Orb-Chains sind wichtig. Jetzt in meinem Beispiel wollen wir quasi Charaktere, die für In-Orb sorgen. Hier beispielsweise C17, Godex etc. ändert AGL-Orbs in Rainbow-Orbs. Wir wollen aber In-Orbs, wegen dem Leader-Skin. So viel In-Orbs wie es geht. Also gucke ich mal rein, okay, dieser Goku ändert AGL in In-Orb und dieser Trunks ändert Strength
Orb in Int-Orb. Ja, das sind die Charaktere, die quasi Orb-Trader sind. Könnt ihr euch auch gerne mal ansehen. Und genau, so viel erstmal zum Prinzip. Genau, und wenn wir das Ganze jetzt quasi anwenden, dann zeige ich euch jetzt erstmal ein paar Team-Setups. Ich habe das Ganze noch nicht ausgiebig testen können, aber ich erzähle euch einfach mal, was wir dabei ausgedacht haben. By the way, wäre es nicht schlecht, wenn ihr euren Friend-Supporter als einen der Nuke-Leader setzt. Ich habe zum Beispiel Beerus jetzt gesetzt. Und cool wäre es, wenn ihr quasi vermeiden tut, dass ihr die Great Apes nutzt. Den Super Saiyan 3 Goku GT oder Baby Vegeta, weil wenn die es in Great Ape verwandeln, dann waren das verlorene Runden. Weil wir können nur quasi, wir haben nur zwei Runden in dem Punch-Event. Deswegen habe ich mich quasi für Beerus entschieden. Denn wie gesagt, unter diesem Leader-Skill gibt Beerus jedem Charakter, der einen Int-Orb einsammelt, 33% auf den Angriff. Okay, heißt, in dem Setup brauche ich einen Nuker, jemand, der diese Orbs verwerten kann. In dem Fall ist bei mir Elegoan. Für jeden Orb, den einsammelt, haben wir uns angesehen, bekommt er 18% auf den Angriff. Dann brauche ich natürlich Orb-Changer. Deswegen habe ich mit zwei Orb-Changer eingepackt, den Goku und den Trunks, die wir uns angesehen haben. Die sorgen für Int-Orbs. Dann habe ich jetzt physische Charaktere drin, aber es ist nicht schlimm, es ist ein Nuke-Team. Das hat ja nichts damit zu tun, welche Typen wir dabei haben. Wir wollen einfach, dass das Setup stimmt, die Konstellation stimmt. Und die Konstellation, die ich mir ausgedacht habe, ist, dass ich dann quasi noch zwei meiner besten Supporter reinpacke. In dem Fall quasi gibt der 35% Attack und der für jeden Verbündeten. Und Boo gibt 50%, wenn unsere HP 80% drüber sind. Deswegen habe ich die beiden am Start. Und was ich mir überlegt habe, aber auch hier natürlich schaut an jeden Einzelnen von euch. Ihr könnt euch eure Setups gerne wissen lassen in den Kommentaren. Hilft euch da auf jeden Fall aus. Was ich mir überlegt habe, ist jetzt quasi. Okay, na klar, wir haben den Leader gesetzt. Elegoan, auf den fokussiere ich mich. Mit dem will ich so viel Schaden wie möglich machen. Deswegen habe ich zwei Orb-Changer. Ideal wäre jetzt quasi, wenn diese zwei Orb-Changer mit Beerus, das jetzt, ich rede jetzt von meinem idealen Szenario, weil das rein zufällig, wie die Charaktere reinkommen. Ideal wäre es, wenn Trunks und Goku in der ersten Runde reinkommen, mit Beerus für Orbs sorgen. Und in der zweiten Runde habe ich dann Gohan, Elegoan, Physisch Gohan und Kid Buu. Heißt, ich stelle Elegoan in die Mitte, weil dann kommt der Super Saiyan von dem Physisch Gohan und fürs Battle von Kid Buu. Das würde vorerst reichen und ich gebe ihm alle Orbs, sofern das natürlich möglich ist. Oder die meisten Int-Orbs, denn er soll als Nuker die Int-Orbs in diesem Niederskill einsammeln. Das ist so quasi mein Setup. Da geht wirklich viel. Ich habe mir das ausgesucht, ich konnte es nicht ausgiebig testen, das werden wir gleich machen. Aber wenn ihr diese Typen-Support habt, zum Beispiel diesen Pilzkopf Gohan Int, der gibt 40% für Super-Int-Charaktere. Dann nimmt ihn rein als Supporter beispielsweise, okay? Genau, so ist quasi meine Überlegung. Das habe ich jetzt quasi auf andere Setups getestet, beziehungsweise was ist getestet, mal kurz, damit ihr das Ganze seht. Das ist unser Vegeta sein Leader, natürlich, wenn er awaked ist. Meine Nukerin ist an der Stelle Kefla dann. Kefla bekommt für jeden Orb, den sie einsammelt, Attack und F 12%. Also wichtig ist natürlich dann die 12%. Vorteil an ihr ist, sie sorgt auch selbstständig für physisch Orbs. Sowohl dieser C17, die beiden C17, sage ich mal, den kann man awaken zu Super 17. Aber im Endeffekt sorgt er für Orbs und das soll er für physisch Orbs, das soll er machen. Hab auch dann quasi die zwei Supporter mit am Start. Und ja, die Idee der Konstellation ist halt einfach, dass die Orb-Changer in der ersten Runde reinkommen, dass in der zweiten Runde mit Support-Aspekt der Nuker nuken kann, so gut es geht. Das ist so quasi mein Prinzip. Das werden wir gleich testen. Für Strength habe ich folgende Charaktere. Die Sache hierbei ist, sowohl die, was heißt sowohl, aber auch die Nuker sind quasi, die Nuker sag ich, sorry, auch die Orb-Changer, in dem Fall Majin, Vegeta und Buu, die für Strength-Orbs sorgen, sind auch Nuker. Ihr müsst mal gucken, welches Strength Nuker ihr habt. Der wäre natürlich dann ideal, wenn er awaked ist. Pro Strength Orb awaked bekommt er dann 20% auf den Angriff. Aber der Goku würde zum Beispiel auch gehen. Der bekommt pro Orb den Einsatz 7% darauf und hat schon 77%. Wenn ihr natürlich habt, dann müsst ihr auf jeden Fall mal gucken, ihr habt die Liste, welche Nuker es gibt. Und das einfach mal testen, die 1-2-Szenarien. Aber ganz wichtig, Freunde, wenn ihr die Typen-Supporter habt, dann nutzt sie, weil sie geben 40%. Dann würde ich quasi hier, hätte ich den Strength Kaba, würde ich Gohan raus tun, den physisch und Strength Kaba reintun. Tech ist an der Stelle folgendermaßen, ich habe auch zwei Orb-Changer, C18, Bardock, in dem Fall ist der Leader dann natürlich auch ein Orb-Changer und Cell natürlich dann Easy 8 auf Level 140 awake, soll dann dafür sorgen, beziehungsweise der soll dann die ganzen Tech-Orbs bekommen und AGL hat keine guten Nuker, sage ich mal, den einzigen, den ich jetzt hier so hätte, wäre der Super Saiyan 2 Angel Goku, ohne Waking ist er nicht so dolle, aber vielleicht, wenn ihr euch fragt, wie könnte ein AGL-Setup aussehen, dann so folgendermaßen und das eben, das mit den mit den Typen-Supporter, Freunde, die gibt zum Beispiel jetzt super AGL-Charakteren, Attack und F 40%. Wenn ihr diese Typen-Supporter habt für eure Nuker in euren anderen Teams, dann nutzt es auf jeden Fall. Ich werde es jetzt mal in diesem Video, wir werden jetzt jedes Stage einmal machen, es mit meinem Int-Team versuchen. Da bin ich drauf gespannt, wie das Ganze verlaufen wird, weil es basiert halt, das ist das, was ein bisschen schade ist, es basiert halt total auf Zufall. Also es ist, ihr habt da keinen Einfluss drauf, wie ihr die Rotation bilden könnt oder bauen könnt und oder setzen könnt, um ehrlich zu sein. Es ist einfach reiner Zufall. Deswegen gucken wir mal das Ganze an, wie das Ganze läuft. Und zwar
Ja, jetzt Elegon in der ersten Rotation. Also mein bestes Szenario wäre, wenn Elegon in der zweiten ist, mit den zwei Supportern und die Nuker in der ersten Runde. Die Nuker sag ich, sorry. Die Orb-Changer, tut mir leid. Die Orb-Changer in der ersten Runde wären. Genau, aber jetzt folgendermaßen, wie funktioniert das Ganze? Ihr seht, oben haben wir die Punch Machines. Ganz wichtig ist, dass ihr die Maschine angreift, auf die ihr natürlich Typenvorteil habt. In dem Fall wäre es die Tech-Maschine. Und ganz wichtig, es wird quasi nur der höchste Schaden einer Einzelquelle verrechnen. Also der Schaden von Elegon. Es bringt nichts, wenn ihr Additional Attack startet, wenn ihr AOE-Damage habt und so und so fort. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Moment, wir verschieben das Ganze mal so. Ich werde versuchen, Elegon so viel aus wie möglich zu geben. Und wichtig, am besten so viel Int-Orb es geht, denn pro Int-Orb bekommt er ja quasi durch den Leader-Skill 33% Double. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze funktioniert. Und das Schade an dem Event ist halt natürlich mal keinen Einfluss auf die Rotationen und es werden auch leider keine Friends, also die Nuke-Leader, nicht gesetzt. 5,5, okay, nicht schlecht. Wir bekommen keine Friend-Leader gesetzt, also wir müssen darauf hoffen, dass quasi Friends findet, die ihren Friend-Support als Nuke-Leader gesetzt haben. Deswegen, wenn ihr das machen könnt, wow, okay. Und guck, die 11 Millionen wurden jetzt nur verrechnet. Nicht das, was draufkommt durch Additional Attack. Nur die 11 Millionen, das war unser Höchstwert, was sie erreicht haben. Ja, und das können wir uns quasi schenken, weil die machen keinen Schaden. Und ja, genau. Deswegen wäre es cool, Freunde, wenn ihr eure Leader-Skills oder Friend-Support als Nuker setzen könnt. Testet die Setups. Lasst uns wissen, mit welchen Teams ihr das quasi geschafft habt oder mit welchem Team ihr viel Schaden gemacht habt. Ich glaube nicht, dass wir die letzte Marke erreichen aktuell, ohne zu modden, die 70 Millionen. Das geht einfach nicht. Also ich kann mich irren, aber ich glaube, es hat bis jetzt niemand geschafft, ohne zu modden, sage ich mal ganz einfach. Falls doch, könnt ihr es uns gerne wissen lassen. Und Freunde, falls euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst den Ganzen auf jeden Fall ein Like da. Vielen Dank für den ganzen Support in der letzten Zeit. Und falls ihr neu seid und euch das Ganze gefällt, dann lasst auch ein Abo da, damit ihr in Zukunft quasi nichts verpasst. So, jetzt hat es ein bisschen gebraucht, das Ganze bis gelandet. Ihr seht schon, wir haben jetzt 10 Missionen erreicht. Und das ist quasi, bekommen wir jetzt aus den Missionen alle. Das war quasi nur die Zenny-Stage, deswegen bekommen wir die Zenny-Mission. Bis zu dem Zeitpunkt, was unser höchster Schaden war. Unser höchster Schaden war 11 Millionen. Deswegen haben wir bis dahin alles bekommen, richtig. Also die nächste Marke wäre 20 Millionen. Und so funktioniert das mit dem Punch-Event. Genau, jetzt versuchen wir uns mal an Stage 2. Wir werden danach noch Stage 3 machen, wegen den Orbs. Und man braucht dann einfach Glück. Auch vor allem wegen der Rotation, wie die gesetzt sind, sag ich mal. Hier in dem Fall, es geht gleich mal so schlecht. Die Orb-Changer sind in der ersten Runde. Wir haben in der anderen nur einen Supporter. Aber es ist gleich mal so schlimm. Die Sache ist halt, Gohan bekommt keinen Super-Saiyan. Aber gucken wir uns das Ganze mal, wie das Ganze laufen wird. Ideal wäre es, wenn dieser physische Gohan jetzt auch in der anderen Rotation wäre. Und jetzt will ich quasi jeden Orb, am besten klickt ihr sofort die Maschine an. Jetzt wird das schwer, die Orbs aufzubewahren. Ja, ich hab's mir gedacht, wow. Okay, alles klar. Ja, das ist halt der Scheiß an dem Event, um ehrlich zu sein. Man braucht auch Gottes Glück. Jetzt hat alles Elder Trunks bekommen. Trunks. Ja, dann war's für die nächste Runde. Man braucht dann auch bei sowas Glück. Wisst ihr, das ist meine. Naja, ich find's. Es ist zu sehr auf Zufall basiert. Finde ich. Ja, sie hätten das vielleicht ein bisschen ändern können. Aber es ist wirklich zu sehr auf Zufall basiert. Und ja, wow, jetzt können wir uns auch schenken. Ja, guck mal, man bekommt da nicht so viele Int-Orbs. Das ist nichts. Das ist Käse. Vielleicht hätte ich die Orbs vorhin bisschen besser einsammeln können. Oder Aberops oder so. Ihr merkt, es ist leider ein bisschen zu sehr auf Zufall basiert. Wie gefällt euch das Event denn noch? Sagt ihr trotzdem, ja gut, ich meine, wir haben ja jeden Tag dafür Zeit, wir können das machen, deswegen finde ich es nicht so schlimm. Oder sagt ihr, ja, wäre schon gut, wenn die es vielleicht ein bisschen geändert hätten, weil auf JP ist ja auch damals rausgekommen und die haben da nichts geändert im Endeffekt auf Global. Müssen sie nicht, aber es wäre halt wirklich ideal, weil auf JP finde ich keine Nuke-Leader mehr. Ohne dass ich ein Friend Bescheid sagt, ey, könntest du deinen setzen. Aber da finde ich halt so an sich keine mehr. Das hat die Sache. Es wäre halt zumindest cool, wenn sie einfach die Nuke-Leader als Vorschlag stellen würden. So wie im Super Bad Road zum Beispiel. Ja, und hier haben wir dann quasi 7 Missionen bekommen. Bis zu der Schadensquelle, die wir erreicht haben. Aber ist nicht schlimm, wir wollen ja quasi die Stones. Jetzt bin ich gespannt. Bei mir war es immer so damals auf JP, als die Stone-Stage machen wollte, dann habe ich quasi nur. Moment, genau. Dann war Elegon immer außer Rotation. Und wenn euer Nuker außer Rotation ist, dann könnt ihr euch das schenken, um echt zu sein, weil. Dann habt ihr nichts davon. Oh, ja, der ist in der ersten. Okay, das ist nicht so gut. Wow. Wir versuchen gleich natürlich unseren zweiten Versuch, aber ja, der ist jetzt in der ersten. Das ist nicht so. Das ist nicht das Beste. Ja. Okay, mit so wenigen Int-Orbs, da kann ich gar nichts anfangen. Das ist halt das, ne? Ihr merkt es. Es ist halt reiner Rotz, ganz ehrlich. Kann einen schon aufregen. Auch wenn man das jeden Tag versuchen kann, es zu haben, aber wenn es halt nicht. Der kommt nicht mal auf eine Super-Attack. Können wir gleich skippen, eigentlich, um ehrlich zu sein. Ja, versuchen wir es einfach mal dran. Und by the way,
pro einmaligen Clean der Stage bekommt natürlich einen Stone, also 3 Stones von den ganzen Stages. Und man braucht ja einfach Glück. Jetzt komm schon, lass uns zum Abschluss noch irgendwas Gutes geben. Ja. Okay, nur der eine Orb-Changer ist da. Und der geiert mit Orbs. Oh je, oh je. Und der geiert leider mit Orbs. Das ist so eine Katastrophe, ganz ehrlich. Ja, vielleicht wird doch... Warte, vielleicht kommen wir ja auf irgendwas gut. Vielleicht wird das ja noch was. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich mache das Ganze mal so. Dann nehme ich nächste Runde die Grünen und so das Scoren dann quasi die Int einsammeln kann. Hoffentlich. Das ist so der Plan. Kidboo ist auch nicht die nächste Runde drin. Leider nicht. Genau, du sollst jetzt mir die holen. Dann droppt das hoffentlich. Ja, okay, es geht. Okay, es geht. Die Tech-Maschine greift an. Ja. Yep. Mach mal, okay, wir sind doch schon auf jeden Fall einen guten Wert auf unseren Angriff. Jetzt bin ich mal drauf gespannt, ob wir das aus der ersten Stage toppen können. Und natürlich, ja, 7,3. Was kommt da raus? Ein Crit wäre natürlich auch nicht schlecht. Crit zählt dazu, so ist nicht. Es ist aus einer einzelnen Quelle, aber nicht Additional Attacks. Komm schon, hast du mit Crit? Wir reden hier von einem 100% Allegoren. 15 Millionen. Ja, die Additional Attack zählt jetzt nicht dazu leider. Okay, 15 Millionen war quasi das Höchste. Jetzt bekomme ich alle Missionen bis zu dem Zeitpunkt. Und dann kann ich die Tage eben das Ganze auch versuchen. Und so läuft das, wie gesagt, mit dem Punch-Event. Ja, Freunde, so viel zu dem Punch-Event, um ehrlich zu sein. Ich will es auch nicht... Vielleicht ging es auch ein bisschen zu lang, aber ich will es nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Ich gucke kurz in die Mission rein, da kann ich dann quasi die Stones holen. Aber ganz wichtig, lasst mich wissen, wie findet ihr das Ganze mit dem Event? So, und jetzt haben wir die 10 Missionen erreicht. Und keine Ahnung, warum gerade Dokkan so Verbindungsprobleme hat. Falls bei euch jemand auch der Fall ist, lasst mich auf jeden Fall wissen. Aber ja, da bekomme ich die ganzen Stones jetzt quasi. Wie gesagt, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Ich wünsche euch sehr viel Glück mit dem Punch-Event. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.